Am 28. und 29. August 2020 hat es hier bei uns am See und auch in weiten Teilen Norditaliens ganz schön dolle geregnet. In Dongo, ungefähr 6 Kilometer von uns entfernt, kamen innerhalb von weniger als 2 Tagen rund 265 Liter je Quadratmeter runter. Das sind 61 Liter mehr, als die normalerweise im gesamten August ankommen. Auch unser Bach am Haus, der sich zu normalen Zeiten als ein ruhiges Bächlein präsentiert, hat sich innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Fluss verwandelt. Es kam so viel Wasser runter, dass der See innerhalb von 24 Stunden um knapp 60 cm gestiegen ist. Am Nordteil des Sees hat der starke Niederschlag erheblichen Schaden angerichtet. So wurde die Uferstraße zwischen Domase und Geralario in Höhe der Ortschaft Bercagna von einer Schlammlawine überzogen, wie man hier sehr gut in einem Video, das vom Corriere della Sera bei YouTube hochgeladen wurde, erkennen kann. Die wichtige Verbindungsstraße musste für den gesamten Verkehr für mehr als 24 Stunden gesperrt werden. Es hat sich wieder alles beruhigt und die Reste des wahnsinnig starken Regens sieht man am See. Zahlloses Treibholz aus den Flüssen und Bächen befindet sich jetzt an den Ufern des Sees. Das wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis alles wieder eingesammelt ist.